In diesem Video werde ich mehr als 10 bekannte Videospiele aus Lego bauen. Um das nicht zu verpassen, bleibt auf jeden Fall dran. Als allererstes haben wir Star Wars Battlefront. Das ist ein Shooter, welcher wirklich für jeden Star Wars Fan interessant ist. Man reist auf verschiedene Planeten und kämpft für die jeweilige Fraktion. Außerdem gibt es auch noch Weltraumschlachten. Hier haben wir dann die Rebellen, welche dann gegen das Imperium kämpfen, hier also Darth Vader als Helden mit dabei. Dann gibt es natürlich auch die normalen Stormtrooper und es gibt auch in dem Spiel verschiedene Skins. Da kann man dann zum Beispiel zu einem roten Stormtrooper werden. Dann gibt es natürlich auch noch verschiedene Planeten, wo die fighten können. Hier habe ich also mal ein kleines Scarif-Mock gebaut. Hier wird also der Kampf aus Rogue One dargestellt, wo die Rebellen versuchen, die Todessternpläne zu klauen. Wenn ihr dann genügend Kills gemacht habt, könnt ihr euch einen Helden wie zum Beispiel Darth Vader leisten und damit seid ihr natürlich noch um einiges stärker. Das nächste Videospiel ist Clash of Clans. In diesem Spiel baut ihr euer eigenes Dorf auf. Außerdem könnt ihr mit euren ausgebildeten Truppen andere Dörfer angreifen und dort natürlich einigen Schaden anrichten. Für dieses Spiel habe ich einen Mauerbrecher, eine Bogenschützin und einen Magier gebaut. Um den Dorfbau im Spiel nachzustellen, habe ich auch noch ein kleines Clash of Clans Dorf gebaut. Also wirklich was ganz Kleines. Wir haben hier ein Rathaus, ein Goldlager, eine Kanone, ein Army Camp, ein Bogenschützenturm und ein Elixierlager. Ein weiteres lustiges Spiel, was man einfach mal zwischendurch zocken kann, ist natürlich Fruit Ninja. Hier zerschneidet ihr die ganze Zeit mit eurer Waffe irgendwelche Früchte. Ich habe hier als Lego-Version eine Cole-Minifigur genommen und die kann jetzt mit ihrer Waffe die Früchte zerschneiden. Wenn die Waffe mal kaputt geht, kann er, da er ein Ninja ist, die Früchte auch anders zerstören. Entweder natürlich mit seiner Faust oder natürlich mit seinen Füßen. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsspiel, Minecraft. In dem Spiel kann man sehr viel erkunden und muss versuchen zu überleben. Auf diversen Servern kann man außerdem seine PvP-Skills verbessern oder auch andere richtig coole Dinge erleben. Lego stellt tatsächlich sogar eigene Minecraft-Sets her, also habe ich mir davon erstmal eins geholt. Hier waren auch ein paar coole Figuren dabei, nämlich zum Beispiel hier einmal Alex, dann einen Zombie, dann noch einen Slime. Den finde ich ziemlich cool, weil der ist halt einfach so ein durchsichtiger Minecraft-Kopf mit diesen Slime-Prints drauf. Und natürlich mein Lieblingscharakter, dieser coole Frosch. Der ist nicht nur in Lego richtig krass, sondern auch im Spiel. Der hat einfach so eine richtig coole Laufanimation. Jetzt kommt ein sehr susses Game. Among Us. Ja, das nächste Spiel auf unserer Liste ist Among Us. Hier habe ich dann also diese drei Among Us Charaktere gebaut. Zwei haben sogar einen Hut auf. Ich habe hier dann auch noch zwei Szenen gebaut. Einmal haben wir die Cafeteria. Und dann noch eine Task, bei welcher man die Kabel verbinden muss. Hier sind Rot und Weiß, aber warte mal, was? Was macht Rot da? Wenn du bis hierhin geschaut hast und es dir gefallen hat, dann abonniere jetzt meinen Kanal, denn es haben einfach über 90% von euch nicht abonniert. Jetzt haben wir ein Spiel, welches ich manchmal aus Langeweile zocke, nämlich Minions Rush. Hier seid ihr ein Minion und müsst so viele Bananen wie möglich einsammeln. Dabei müsst ihr aufpassen, dass ihr halt nicht an diese Raketen oder Rohre anstoßt. Ich habe hier jetzt erstmal zwei Minions, die sind nicht von Lego, sondern irgendwelche Knockoffs, die ich in meiner Lego-Kiste gefunden habe. Und dann habe ich hier eine Strecke gebaut. Die ist ziemlich einfach, das ist einfach so eine schwarze Plattform, die schwebt. Hier kann halt das Minion dann langrennen, die Bananen einsammeln, über die Raketen springen und halt aufpassen, dass es nicht anrennt. Ein weiteres richtig krasses Game ist GTA. Hier könnt ihr eigentlich alles machen, was ihr wollt. Von Tankstellen überfällen bis zum Einbruch ins Militär ist alles dabei. Außerdem ist hier vor kurzem der Trailer für GTA 6 erschienen. Hier haben wir also erstmal unseren Main-Character mit seinem Lambo. Ich habe ihm hier jetzt mal eine Sonnenbrille, einen Anzug und eine Pistole gegeben. Er kann jetzt einfach zu irgendwelchen Autos hinmarschieren, dort dann natürlich die Omi aus dem Wagen ziehen und selber einsteigen. Bitte keine Omas in echt aus irgendwelchen Lambos ziehen. Das nächste Spiel ist Pokémon. Hier bist du sozusagen ein Pokémon-Trainer. Dort versuchst du dann halt verschiedenste Pokémon zu fangen und kannst mit diesen auch kämpfen. Als allererstes haben wir natürlich Ash mit seinem Starter-Pokémon. Dort haben wir in diesem Fall Shiggy. Ich weiß, es ist nicht das beste Pokémon, aber okay. Aber warte mal, was ist das? Ein Bisasaur erscheint. Es greift Shiggy an und Shiggy muss sich da natürlich verteidigen. Shiggy setzt also Wasserknarre oder so ein. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich nicht so gut aus, entschuldigt bitte. Und damit haben sie den Kampf gewonnen und Ash kann das Pokémon fangen. Als letztes haben wir noch Roblox. Hier gibt es verschiedene Welten und Games, die man einfach mal so zocken kann. Und in Lego habe ich einfach mal diese Basic Roblox-Figur gebaut.
Wenn ihr einen weiteren Part von diesem Format sehen wollt, dann schreibt das bitte jetzt in die Kommentare. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut euch gerne noch eins dieser beiden Videos hier rechts an. Und jetzt sage ich Tschüss.